Im Verein zu fliegen ist echte Teamarbeit. Um sicher zu fliegen, muss jeder auf den anderen achten. Auf Mensch und Material. Jeder Pilot hat eine große Verantwortung. Verantwortung, Teamgeist und Rücksichtnahme, das ist das, was wir den Jüngsten von Anfang an beibringen. Das fliegerische Können wird durch unsere Fluglehrer von hinten nach vorn übertragen. So ist keiner überfordert. Erst ein Ruder, dann zwei, dann drei. Seit Jahrzehnten wird diese Praxis bei uns so angewendet und ist sehr erfolgreich. Ich bin zuständig für die Motorflugausbildung. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder vom Segelflug die Zusatzberechtigung Reisemotorsegler zu erwerben, aber auch die Möglichkeit besteht, den direkten Einstieg in die Motorfliegerei, also einmotorige, viersitzige Flugzeuge. Bei uns im Verein arbeitet jeder ehrenamtlich. Das bedeutet, dass jeder sich mit dem einbringt, was er kann. Aber auch, dass jeder sich das Fliegen leisten kann. Und das ist der Unterschied zu einer gewerblichen Flugschule. Ich bin Späteinsteiger. Ich habe erst mit 42 mit dem Fliegen angefangen. Wir haben bei uns im Verein Flugschüler aus jeder Altersgruppe und das ist auch wirklich gut so. Ich bin der jüngste Flugschüler hier im Verein und das Fliegen macht mir richtig Spaß. Ich lerne auch viel von den Älteren, auch das Traktor- und Autofahren. Da oben müssen wir uns hundertprozentig aufeinander verlassen können. Deswegen machen wir auch viele Sachen außerhalb der Fliegerei gemeinsam. Skihütten und andere Ausflüge. Wir sind dadurch ein super Team und freuen uns jedes Wochenende neu aufs Fliegen. Du möchtest auch mit der Fliegerei beginnen oder einfach mal mitfliegen? Dann komm vorbei beim Ausbilderverein für Segelflug. Hier bist du jederzeit herzlich willkommen.